Der Sauener Forst im Osten Brandenburgs. Ein Waldgut, seit 111 Jahren in Privatbesitz. Für Schauspieler Benno Fürmann ist die Natur und besonders der Wald ein kraftvoller, fast schon spiritueller Ort. Mein Sehnsuchtsort, das Paradies. Und ich glaube, das Paradies hat viele Gesichter. Und wenn ich jetzt hier so stehe, bin gerade aus der Stadt gekommen, es ist so ruhig, der Frühling ist hier, man hört die Vögel, die Welt erwacht wieder so ein bisschen. Ich möchte nicht woanders sein gerade als hier. Über sein Paradies hat Benno Fürmann nun ein Buch geschrieben. Unter Bäumen ist ein Plädoyer für einen bewussteren Umgang mit unserer Umwelt, für ein engeres Miteinander. Er schreibt über seine Reisen zu den Urwäldern dieser Erde, aber auch über seine Ängste, seine Wünsche und Hoffnung. Es ist ein nachdenklicher Benno Fürmann, der auch viel Privates preisgibt. Glaubwürdigkeit ist ihm wichtig. So erzählt er über seine turbulente, schicksalhafte Jugend, die ihn geprägt hat, über den Tod seiner Eltern, seinen schweren Unfall beim S-Bahn-Surfen und über seinen unbändigen Ehrgeiz, Schauspieler zu werden. Ich habe meine Eltern früh verloren, ich war früh alleine. Und für mich war für eine lange Zeit der Lebensweg irgendwie ein bisschen ein Einsamer, der von mir auch dann, wo ich dachte, das Schicksal hat so gewürfelt, dann gehe ich jetzt auch allein meiner Wege. Und ich glaube, diese einsame Wolf-Kultivierung so meiner Wege kompromisslos gehen, wenn es kompliziert wird, dann alleine weiterzugehen, das liegt so ein bisschen hinter mir. Daran glaube ich nicht mehr. Ende letzten Jahres ging Benno Fürmanns Tochter Zoe ins Ausland, um zu studieren. Eine schwere Umstellung für den 50-Jährigen. Die Sehnsucht nach seiner Tochter ist groß. Ihr hat er sein Buch gewidmet. Mein Kind war mehr als eine Inspiration, weil mein Kind natürlich mein einziges Kind, die Liebe meines Lebens ist. Und weil mein Kind mit ihren 20 Jahren jetzt in eine Welt rein wächst, die wir erhalten müssen. Und ich finde die Gespräche halt spannend mit der neuen Generation. Zoe und ihrer Generation gegenüber möchte Benno Fürmann Vorbild sein. Er reduziert das Fliegen, seinen Fleischkonsum, hat sein Auto abgeschafft. Andere Menschen möchte er motivieren, ihm gleich zu tun, ohne moralischen Zeigefinger. Das Leben ist komplex. Jeder Einzelne von uns ist aufgerufen, diese Komplexität mitzudenken und sein Handeln einzubetten in es geht um uns alle. Und deshalb ist es so wichtig, auch ab und zu sich einzubetten und zu wissen, warte mal, wir hören Vögel, die Luft ist frisch, die Sonne scheint, um uns herum erblüht die Welt, das Leben ist wunderschön, deshalb machen wir das. Die Sehnsucht nach innerer Harmonie durchzieht Benno Fürmanns Leben. Sein Credo, ein Miteinander auf Augenhöhe mit dem Bewusstsein, den Wald zu erhalten, ja, die Welt zu erhalten. Das ist es, was er sich wünscht. Und woran er weiter arbeitet.